am Donnerstag nähen mit Gabi. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich euch zeigen kann, wie wir das Armbanderl machen. Ihr habt euch das gewünscht und das mache ich natürlich sehr gerne. Das Wichtigste ist jetzt einmal als erstes, wir brauchen ja das Maß von dem Ganzen. Das heißt, wir nehmen unseren Zentimeter und messen mal um unsere Hand um. Und zwar so, jetzt müssen wir selber schauen, so, dass noch ein bisschen ja, Bewegungsfreiheit ist, nicht zu eng. Das ist jetzt in meinem Fall 17 cm. Dann kann ich die Hand noch gut bewegen. So, jetzt müssen wir natürlich bedenken, 17 cm soll das fertig sein. Das heißt, wir brauchen aber links und rechts noch Druckknöpfe. Das Bandal muss sie überlappen. Das zeige ich euch vielleicht jetzt da nochmal. Also das war praktisch, das Motiv ist 17 cm. Das ist jetzt von meinem Zeigefinger bis zu meinem Zeigefinger. Und dann brauchen wir ja da noch einen Platz, wo sie das Ganze überlappen kann, beziehungsweise wo wir die Druckknöpfe anbringen können. Da rechnen wir jetzt ungefähr, also Minimum 1 cm dazu, eher nur sogar 1,5 cm. Das war dann in meinem Fall das ganze Teil 20 cm. Das habe ich mir als Maß genommen. Wenn das bei euch anders ist, weniger oder mehr, dann gleicht sie es einfach an und dann habt ihr euer Maß, wie ihr es braucht. So, jetzt tue ich es auf die Seite. Wir haben ja gesagt, wir nähen auf ja, Kunstleder. Da habe ich ja schon ein Video gezeigt, wie das geht. Mir ist das am liebsten. Es ging natürlich auch auf Filz. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil der einfach fuselt mit der Zeit. Es geht natürlich auch ein festerer Stoff, weil es wird ja dann sowieso am Rand zickzack genäht. Das heißt, ausfransen oder nicht. Nehmt einfach, was ihr habt und probiert es einmal aus. So. Und jetzt geht es ums Motiv. Ich habe ja auf meine Armbänder diese schönen Rosenmotive drauf oder solche Motive. Die habe ich aus dem Internet, also die kaufe ich im Internet, die Motive, drucke es auf Folie und diese Folie wird dann auf Stoff mit der Bügel T-Shirt-Presse aufgebügelt. Das hat jetzt natürlich nicht jeder daheim, deshalb gibt es natürlich auch eine Variante mit Stoffresterl. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Stoffresterl genommen von einem Stoff mit Rosen. Es war ganz gut, wenn der Stoff nicht zu groß gemustert ist. Könnt ihr nicht mehr was wollt, aber mir kommt halt vor, das war gescheiter. Und da habe ich hinten ein Fließlin aufgebügelt. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Natürlich nur in 17 cm Breite. Und das ist ungefähr 3,5 cm Höhe, weil das hat dem entsprochen, wie ich das Armbanderl halt einfach das andere gemacht habe. Und das schneiden wir jetzt einmal aus. Und das zeige ich euch jetzt durch die Kamera runter und zeige euch, wie ich das zuschneide. So, und zwar hat sich für mich sehr bewährt die Arbeit mit Schneidematte, Schneidlineal oder Patchworklineal und Rollschneider. Das darf ich euch wirklich auch ans Herz legen, wenn ihr vorhabt, dass ihr mehr näht und dass ihr zuschneiden müsst. Ich schneide auch, wenn ich Bekleidung nähe, rund um die Schnitte mit dem. Also ich gab es nicht mehr her. Die habe ich mittlerweile in zwei Größen. Das ist richtiger großer, der hat glaube ich 6 cm Durchmesser, die Klinge. Und die Klinge hat 4 oder 4,5 cm Durchmesser. Jetzt nehmen wir mal den, weil der reicht leicht aus. Den nehme ich wirklich für dickere Sachen her, wie meine Wallkrockerl zum Beispiel oder ein Filz oder solche Sachen. Für einen normalen Stoff reicht der. Was beim Schneiden mit dem Rollschneider wichtig ist, das ist einfach, das zeige ich jetzt gleich. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal dieses Motiv her und schneide es da wirklich am Rand entlang. Legen wir es also her. Jetzt muss ich nur schauen, wie es her da liegt, dass man es sieht. So.
Und zwar Brille brauche ich auch. Es ist wichtig, normal stehe ich da auf, jetzt mache ich es im Sitzen vielleicht. Also erstens das Lineal genau richten und dann wirklich fest aufs Lineal draufdrücken. Wie gesagt, das geht im Stehen eigentlich besser als im Sitzen. Also da an die Stellen, wo ich es schneiden will, fest draufdrücken und dann Rollschneider ansetzen, niederdrucken und gerade runterschneiden. Solange der scharf ist, schneidet das super. Irgendwann wird er stumpf, dann muss man austauschen, weil dann verschiebt sich das Lineal. Jetzt drehen wir das Ganze um. Ich muss aber schauen, dass ich nicht aus dem Bild komme. Andere Seite dasselbe. Wieder festdrücken. Rüberschneiden. Fertig. So. Das ganz das Gleiche ist natürlich, dann lege man so her. Das dazu, wie es euch leichter fällt, wieder niederdrücken und schneiden. Ich habe jetzt da ein Lineal, das ist 60 cm lang, das hat sich für mich sehr bewährt. Es gibt auch welche mit 30 cm, nur da stoßt man sehr bald an seine Grenzen, weil sobald man ein bisschen was Größeres zuschneiden muss, dann geht es sich schon wieder nicht mehr aus. Da sind schön Einteilungen drauf. In Zentimeter, sogar ein Winkel, wenn man irgendwas im Winkel zuschneiden muss. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe jetzt das ausgeschnitten und bei dem Stoffresterl, was wir da zuerst gehabt haben, da muss ich das Ganze natürlich jetzt von hinten entlang dem Vlies ausschneiden. Das machen wir natürlich auch gleich. So, da ist wichtig, dass man halbwegs genau arbeitet, weil umso genauer, dass man da arbeitet, umso schöner wird das einfach dann. Man muss ja beim Nähen nicht immer ganz genau sein, aber da war es jetzt schon geschickt. So. Jetzt haben wir noch zwei Schnitte. Und dann ist das zugeschnitten. So, da. So schaut es jetzt aus. Wie gesagt, Länge 17 und Höhe circa 3,5. Das macht es natürlich so, wie es ihr wollt. Beziehungsweise wie es beim Stoff schön ausschaut, da gibt es überhaupt keine Regel, weil wir machen uns ja das selber, das heißt, wir machen das so, wie wir das wollen. So, nächster Schritt ist, dass ich natürlich dieses Teil da aufbringen muss, damit das einmal ein Armbandel wird überhaupt. Und da habe ich jetzt einen ganz einen guten Tipp für euch, der wirklich für mich sehr gut funktioniert. Und zwar, das ist ein doppelseitiges Klebeband. Das ist wieder was, was ich von der Papierbastlerei zweckentfremdet habe. Das ist auf so einer Rolle drauf und klebt sehr gut und hält mir das einfach am Platz. Die gibt es eben so zu kaufen. Mit Joygrad, da sind 13 Laufmeter sind da drauf zum Beispiel. Doppelseitiges Klebeband. So, dieses Klebeband lässt sich auch, und das ist super, reißen. Ja, das ist, hat sich für mich, also ich tue das voll gern, weil zum Beispiel mit auf die Rückseite, jetzt muss ich schauen, dass wir das im Bild haben. Mein Rollschneider, also mein Lineal kann ich eigentlich vorläufig weggeben, mein Rollschneider. Die Stoffreste auch. Dann haben wir da ein bisschen eine Ordnung. So, jetzt schauen wir mal. Also ich klebe jetzt da hinten eine Streifverlaufe auf diesen Stoff, den ich dann auf das Kunstleder aufnähen möchte und reiße einfach ab. Fertig. Wichtig dabei ist, dass man jetzt diese Klebestelle nicht ganz bis zum Rand ausziehen. Warum? Weil
ich nähe ja dann da eine Naht und wenn die Nadel in den Kleber reinkommt, dann wird es verbickt. Das heißt, das wollen wir nicht. Jetzt tun wir das gar nicht bis ganz zum Rand aus, sondern so ein Stückchen weiter herinnen. Dann drückt man das fest runter. So, so. Und dann sollte sich das hoffentlich, jawohl, einfach ablösen lassen. Und dann klebe ich dieses Teil auf das ja, Kunstleder, das vorher noch nicht aufs Maß zugeschnitten ist. Das ist ganz wichtig. Ihr tut euch leichter, wenn ihr das im Ganzen lasst. Jetzt nehmen wir da mal rundum und erst dann schneiden wir es wieder mit dem Rollschneider zu. Das zeige ich euch jetzt, hole ich mir mal die Nähmaschine und dann geht es weiter. Ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder da, nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass mein Licht nicht so gut beim Filmen ist, habe ich jetzt das Nähmaschinenlicht nicht eingeschalten und nähe jetzt ohne das. So. Und zwar habe ich jetzt einfach da mal zickzack genäht. Jetzt muss ich schauen, dass man es vielleicht ein bisschen so sieht man es besser. Habe einen Zickzackstich eingestellt mit einer Stichbreite von 3,5. Und die Stichlänge, die muss ganz kurz sein jetzt in dem Fall, damit der Zickzack schmal wird. Also nicht zu weit auseinandergezogen, sondern schmal. Und jetzt würde ich euch noch gern zeigen, wie man dann das Eck macht. Also wenn jetzt da so daherkommt, ich entschuldige mich für meine Maschine, die tut, das ist echt eine alte Dame und die tut recht laut, aber sie naht mir halt alles sehr brav und darum habe ich sie immer noch. Ich möchte euch da eben jetzt nur zeigen, wie man da am Ende dann tut. Das heißt, wo das Ende dann kommt, nehme ich das Handrad, stecke die Nadel wirklich am letzten Spitzel ein, heb auf, drehe mir das um und so nahe dann fertig. Und wenn ich jetzt zum Ende komme, dann tue ich so zwei, drei Stich wieder zurück, schalte mir auf einen geraden Stich und tue nochmal vier zurück verriegeln sozusagen. So, jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Ich habe mich jetzt auch insofern für den Stoff jetzt wieder entschieden, weil den habe ich auch ausprobiert und seht ihr, der Franz trotzdem Zickzack, franzt der so aus, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Das heißt, ich tue jetzt mit dem weiter, weil da ist es einfach schöner. Ja, und ich bin gleich wieder da. Jetzt schneide ich die Fäden ab und dann tue ich die Maschine weg und dann zeige ich euch wieder, wie wir weiter tun. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt zeige ich euch das nochmal, was ich jetzt genäht habe. Das untere gefällt mir jetzt bedeutend besser. Oben ist wirklich so. Das franzt so aus, also dieser Stoff scheint sich nicht besonders gut zu eignen. Und jetzt tun wir da weiter. Das heißt, jetzt kommt wieder der Rollschneider und das Lineal ins Spiel. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich euch dabei habe. Und ich habe halt jetzt so dann, dass ich einen halben Zentimeter das über das Kunstleder ausschauen lasse. Tue mich wieder. Also im Sitzen geht das echt nicht so gut. Setz wieder an und fahre meinen Rollschneider rüber. Und habe meinen ersten Schnitt, der ungefähr einen halben Zentimeter da außen steht. Das gleiche mache ich natürlich jetzt unten auch noch. Und an den Seiten müssen wir ja dann aufpassen. So, jetzt habe ich da mal oben und unten jeweils einen halben Zentimeter. Und an den Seiten haben wir ja gesagt, brauchen wir die 1,5 cm mehr, damit wir auf die 20 cm kommen. Das heißt, auf der Seite geben wir jetzt 1,5 cm dazu. So. 1,5. Da schaue ich natürlich, dass ich auch vom Lineal her, dass ich gerade bin.
Einmal. Sieht man das? Ah, nicht ganz. So. Wie gesagt, umso genauer, dass ich da bin, umso schöner wird es in dem Fall. So. So ist es verkehrt. Und so habe ich das jetzt zugeschnitten. Jetzt mache ich wieder eine Zickzacknaht oben herum. Es neigt zwar das Kunstleder nicht so sehr zum Ausfransen, aber ich finde es halt als Abschluss schöner. Und bei manchen bin ich drauf gekommen, die fuseln dann doch ein bisschen. Also, ich bin gleich wieder da. Ich nähe jetzt da wieder einmal rund um in Zickzack um. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt da einmal außen rundherum an Zickzack genäht. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt kommen die Druckknöpfe drauf. Das haben wir, da habe ich ja schon ein Video gemacht. Da haben wir die Druckknopfzange und die Druckknöpfe. Das zeige ich jetzt nicht, wie das geht. Da zeige ich euch jetzt mein fertiges Armbandal. Ich habe es jetzt so gemacht mittlerweile, dass ich oben und unten, also zwei Druckknöpfe gemacht habe, weil ich gemerkt habe, bei dem ersten, was ich gemacht habe, wo nur einer war, dass das nicht ganz ideal war. Also ich würde euch empfehlen, macht oben und unten einen Druckknopf rein und dann ist es soweit fertig. Das war auch ein Druckknopf. Wenn man aber den nicht hat, zeige ich euch jetzt nur ein paar Gestaltungsmöglichkeiten, wie man es machen kann, wenn man das nicht hat. So, zum Beispiel habe ich da bei dem habe ich einfach ein kleines Eckerl von einem Kunstleder ausgeschnitten, draufgenäht und da ein paar ja, Zierstiche drauf gemacht und fertig ist. Oder da ist zum Beispiel ein Stück auch wieder Kunstleder und ein Stück Spitze drauf. Da habe ich wieder Zierstiche drauf. Das macht es einfach, wie es euch gefällt. Dann habe ich eine Variante gemacht. Mit einem einfachen Knopferl drauf, finde ich auch ganz nett. Ja, da ist auch wieder ein Zierstich oben. Dann, ich habe euch ja gefragt gehabt, ob mit Rüschen oder Spitze oder nicht. Ich habe es dann ausprobiert, ich finde es auch ganz witzig geworden. Und ich habe natürlich auch an die Männer gedacht, das ist ja bald Vatertag oder auch mein Sohn hat Geburtstag gehabt. Da die das vielleicht für einen Mann machen, das finde ich, schaut jetzt auch ganz schön aus. Da habe ich nur Kunstleder aufgesetzt. Oder eine Kindervariante, das habe ich heute noch gemacht. Einfach ein lustiges Webbanderlaufe. Das ist jetzt schmäler geworden, daher habe ich auch auf der Seite nur einen Druckknopf reingemacht. Also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Jetzt komme ich wieder zu euch. So. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr mir Fotos schicken würdet, was bei euch dann rausgekommen ist. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Macht's Hunderte, Tausende und zeigt's mir so einfach. Für euch.